Das sind weitere von diesen Toten. Ich habe eine merkwürdige Maske auf. Dann zieht sich sein Blick. Okay. So eine Art Wache. Oh mein Gott. Oh shit, der hat jetzt diese ganzen... Also diese Dinger, deren Blick wir uns nicht entziehen können, die haben die Macht. Diese Insassen hier. Oder diese... Ja, eigentlich waren es ja eher diese Leute, die zwischen... den Rissen quasi verstorben sind und dann in der Welt, in der wir uns befinden, ja nicht mehr so ganz lebendig sind. Apropos lebendig, jetzt gehen mir so ein bisschen die Vorräte aus, was Munition und so weiter angeht, das ist irgendwie scheiße. Ich glaube, wir hätten besser darauf aufpassen sollen, den Typen da nicht unter die Augen zu laufen. Aber hier verlag vorhin irgendwo noch eine Pistole, genau. So. Ja, okay, da haben wir reichlich Munition. Geht mir doch nicht alle hier auf die Nüsse. Oh, jetzt eine Pumpgun, verdammte Axt, ey. Ja, okay, wie dezimieren sie? Das ist der letzte? Ich glaube ja. Und keiner von denen hat natürlich was dabei. Naja, aber gut. Wir müssen ja wahrscheinlich hier durch diese Tür durch, oder? Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Hören Sie, ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Ja, nur was... Was müssen wir dafür tun? Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Da liegt... Ach so, das ist unser Revolver, den wir vorhin weggeschmissen haben. Okay. Ein Voxophon. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Okay, also die scheint hier schon eine längere Zeit drin zu sein und sie haben es anscheinend auch irgendwie geschafft, sie zu brechen oder ein anderes Ich von ihr oder was auch immer. Mit einem Gerät, was sich Siphon nennt. Ja, noch ein Grund mehr, dass wir uns beeilen sollten. Oh Gott. Das Atrium. Wie mein Vater, oh shit. Konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Ach Mann. Okay, jetzt so wäre eine Chance, an dem vorbeizulaufen. Also wir sind hier so in einer Art Irrenanstalt. So wie es aussieht, hä? Huh? Ne,
der muss so. Oh. Ach, scheiße, wir können ihn wohl nicht ausschalten, bevor er das macht. Nee, der verschwindet auch einfach wieder. Ja, okay, war nicht. Das war keine sehr kluge Idee. Erstmal zusehen, dass wir hier wegkommen. Uns ein bisschen Platz verschaffen. Oh, fuck. Scheiße, Mann. Nein. Haben wir sie abgeschüttelt? Ich glaube ja. Ein echter reinster Horrorladen hier. Oh Gott, und ist das eine Leichenverbrennungsanlage? Und noch ein Voxophon. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder! Möchtest du mit mir reden? Die tun mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich will nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Okay, also. Wir erfahren das ja gerade so in dem Sinne, dass sie hier eine Spezialbehandlung gekriegt hat. Und die Ergebnisse davon hören wir in den... Oh Scheiße, hören wir in den Voxophon. Ja, okay, dann machen wir sie eben so fertig. Hier für euch. Ah, das hat gesessen. Geht so langsam auch jetzt für die Pistole die Munition aus. Scheiße. Ja, jetzt haben wir so ziemlich gar nichts mehr an Schusswaffen. Ja, okay, vielleicht sollten wir die in Ruhe lassen. Jetzt halt nur scheiße, wenn wir da irgendwo lang wieder zurück müssen. Oh, ein Revolver. Okay. Immerhin etwas. Die haben wir ja vorher noch ein bisschen verstärkt, deswegen hat er auch gut Schusspower. Ah, okay. Da ist der nächste Riss. Ich bin Dr. Paddy, Frau Elizabeth, und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. David hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Ich korrigiere, ich bin schon hier. Wo wir schlafen. Oh je, da ist schon der nächste von diesen... Zwei sogar. Ah, oh gut, das wird ein Spaß, da vorbeizukommen, hä? Uns hinten an ihm vorbeischleichen. Ja, zumindest wenn er gerade nicht hinguckt. Na komm, dreh dich um. Nee, nicht in die Richtung. Oh shit. Jetzt ist unsere Chance. Hä? Alter. Oh, fuck nochmal. Jetzt hat er uns doch gesehen. Oh, scheiße. Das ist gerade extrem uncool. Ja, aber die haben nicht so viel Reichweite. Wenn die da von seinen Ketten, wenn die an ihre Grenze kommen, dann können die uns nicht mehr folgen. Ja, wir müssen natürlich hier durch und brauchen hier Platz zum Arbeiten oder Platz zum Weiterkommen. Naja, das schließen kann man nicht.
Dann versuchen wir doch mal einfach hier rauszugehen. Oh, fuck. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich hab keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm. Heißt das also, nach den Voxophon-Einträgen sind wir dazu verdammt, sie im Stich zu lassen? Oh Gott. Karabiner, oh, nicht schlecht. Oh, scheiße. Ja, erstmal wieder aufstehen. Scheiße, Mann, die gehen da nicht durch. So ein Mist. Aber so. Okay, der eine Turm scheint kaputt zu sein. Karabiner schnell mitnehmen. So, wo ist der? Da ist der. Jawohl. Gut, dann haben wir uns da schon mal einen Weg geebnet. Hier können wir noch nicht durch. Das heißt, wir schauen erstmal oben nach. So, Munition, das ist unter diesen Umständen hier eine richtig gute Sache. Okay, haben wir die ganzen Irren da doch irgendwie abgeschüttelt. Hochsicherheitsbereich. Könnte auch gut für uns sein. Wenn es ein Hochsicherheitsbereich ist, heißt das möglicherweise, dass Elisabeth nicht mehr allzu weit weg ist. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Trophy, selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Ah, die Hoffnung, dass wir sie retten, ha? Huh? So, oh Gott, ah, da liegen diese ganzen Masken drin. Ach du Scheiße. So, ein Kinetoskop mal wieder. Revolver, nee, die Pistole hat zu wenig Munition. Da behalten wir den Revolver. So, schauen wir mal, was wir hier Schönes finden. Hummingbirds. Fleißiger Vogelbeobachter. Oh Gott, noch mehr Masken. Es wird ja immer skurriler. Da ist ein weiterer Riss. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt was? 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate? Heilige Mutter Gottes, also müssen wir ja doch irgendeine Zeitreise unternommen haben und das ist eine Comstock-Maske. Also sind wir irgendwie durch ein Zeitloch oder so geschleudert worden. Also Juli, 6 Monate weiter, ja, da sind wir im Winter. Dann passt das nämlich auch mit dieser Jahreszeit da draußen. Oh Mann. Können wir uns an den Deckungen irgendwie an dem vorbeimogeln? Könnte klappen. Oh.
Schnell, schnell, schnell. Dreh dich nicht wieder zurück. Ja. Ich glaube, auf die Ausrüstung, da pfeife ich mal drauf. Schnell, schnell. Jawohl. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Ja, wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, was für eine... Wir wissen ja eigentlich immer noch gar nicht, was für eine Schuld wir überhaupt begleichen sollen. Was wir überhaupt schuldig sind. Aber naja, wo wir lernen. Oh, ah ne. Ach, das ist ein Filmprojektor. Ich versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Ja, das ist wohl ziemlich eindeutig, dass Elisabeth da über uns redet. Ne, die Enttäuschung im Stich lassen, als die Wölfe da waren, war er nicht da. Das ist ziemlich eindeutig, dass wir damit gemeint sind. Battleship Bay, da waren wir ja schon vor längerer Zeit und da sehen wir gerade, wie ein Schiff abstürzt. Deswegen auch der Name Battleship Falls. Naja, okay. Wir sind im Sicherheitscenter. Ich hoffe mal, ja, hier sieht es ein bisschen ziviler aus. Ich hoffe mal nicht, dass diese ganzen Irren und dieser komische Trompetenkopf da sich hier auch noch rumtreiben. Geht's zum Warden's Office. Das ist ja eigentlich unser Ziel. Oh, yeah. Pumpguns. Haben wir eine. Und, ja, okay. Das sind beides Waffen, für die wir volle Munition haben. Ach, sondern wohl eben nicht. Ah, okay. Jetzt sind wir hier da auf der anderen Seite, wo wir vorhin dieses Tor hatten. Hätten wir uns einen großen Weg sparen können, wäre es für uns nur möglich gewesen, da durchzugehen. Steigende Mordlust. Nach jedem erfolgreichen Kill wird der Schaden von Waffen erhöht. Ist jetzt 10 Sekunden nach dem letzten Kill zurückgesetzt. Klingt verlockend, aber ich lasse es mal. Hoffen wir mal, dass wir diese Entscheidung nicht bereuen. Gerade natürlich, wenn wir so viele Gegner hintereinander killen, wäre das natürlich durchaus nützlich, aber naja. Ich lasse es jetzt einfach. So, jetzt müssten wir doch eigentlich auch bald bei seinem Büro sein, oder nicht? Das sieht doch
Oh, da ist der Schalter. Was ist das für ein verpixeltes Bild? Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte.